Hallo, hallo, Sie da unten, können Sie mal die Feuerwehr rufen? Ich komme hier nicht mehr runter. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ja, moin, moin, Leute. Schön, dass ihr reingeschaltet habt. Hier bei mir zum Projekt Map Mod Begutachtung. Und natürlich habt ihr das am Titel gelesen, auf welcher Map wir uns befinden. Und zwar ist das hier die Thüringen V2 in der Version 2.0. Umgedreht. Thüringen 2.0 in der Version V2. Richtig, so muss es sein. Ja, Thüringen Map. Der ein oder andere kennt sie vielleicht von euch schon. Ansonsten würde ich sagen, bevor wir hier ein bisschen gucken, schauen wir uns mal ein paar Eckdaten an. Ihr kennt das. Oh, ja, und das kennt ihr auch. Dauert einen kleinen Augenblick länger. Die Karte ist nicht gerade klein. Und das seht ihr hier auch. Die Karte ist mächtig, gewaltig, groß, Egon. Und das zu Recht. Karte findet ihr nicht bei ModHub, sondern die müsst ihr euch natürlich googeln und dann dementsprechend von dem Forum runterladen. Es gibt auf der Map 57 Felder. Glaube ich nicht. Es gibt ein paar mehr. Es gibt einiges an Feldern. Und es gibt 10 weitere Multifrüchte verbaut auf der Map. Es gibt 31 Produktionen. Und genau das macht diese Map aus. Ich weiß nicht, wer von euch eventuell noch die Map Ackendorf aus dem LS15 kennt. Das war damals ein Mega-Highlight, eine Map, die Produktionen an Produktionen verbaut hatte. Und noch viele schöne Sachen mehr. Aber dort war es tatsächlich so, dass wenn ihr zum Beispiel Apfelmus herstellen wolltet, um das in der Lebensmittelproduktion zu verarbeiten, musstet ihr vorher erstmal die Äpfel ernten, dann musstet ihr zur Kartonfabrik, ihr musstet in die Produktion auch noch Kartons einfließen lassen, ihr musstet die Gläser für den Apfelmus musstet ihr einfließen lassen und damit das Ganze auch noch irgendwie lieferbar ist, musstet ihr auch noch leere Paletten dahin bringen und so weiter und so fort. Das Ganze wurde aber auch nur angestartet, wenn ihr Strom erzeugt habt. Also musstet ihr ein Kraftwerk auch noch mit Dingen beliefert, damit Strom auf den Produktionen erzeugt wurde. Und so weiter und so fort. Also eine lange Kette der Verbindungen, um Produktionen überhaupt erstmal ins Laufen zu kriegen. Und hier haben wir im Endeffekt Thüringen 2.0 auch eine Map mit jede Menge Produktionen, die ihr bespielen könnt. Also, die Map ist eine XXL-Map für Produktionsliebhaber, genau die richtige Karte. Besteht aus sehr großen Feldern und ich meine wirklich große Felder. Also, ihr habt hier kleine Felder, so um die 3, 4 Hektar. Und geht dann weit über 20 Hektar hinaus. Texturen der Gebäude und Objekte sind unterschiedlich. Sieht man allerdings ihr Alter. Dies kommt aber nur selten vor. Okay. Ja, ihr habt also auch alte Gebäude hier auf der Map verbaut. Es ist wirklich, wirklich eine ganz viele mächtig verbaute Map und ja, ich sag mal so, den Fix kann ich jetzt hier nochmal durchlesen, aber das wird euch nicht viel bringen. Deswegen würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze an und ihr braucht da unten die Feuerwehr doch nicht rufen, ich komme auch alleine runter, wenn ich das denn wollen würde. So, ich habe mich hier echt auf den Leuchtturm
mal eben gesetzt, um das Ganze von oben ein bisschen zu betrachten. Ein ganz idyllischer See. Und selbstverständlich der Leuchtturm, der dann hier eben damit zugehört. So. Hier kommen wir zum eigentlichen. Zack. Wupp. Hier sind wir ein bisschen schnell unterwegs. Hier spawnt ihr, wenn ihr im Singleplayer startet. Und dann habt ihr hier so schöne Hinweise, Hinweistafeln. Einmal das große Dankeschön an die ganzen Unterstützer beim Erstellen der Map. Und einmal der Hinweis für euch Leute, die ihr Bock habt, Multiplayer mit der Map zu spielen, was ihr tun solltet. Lest euch das README durch, kann ich immer nur nahelegen und auch empfehlen. Ihr müsst im Endeffekt im Vorfeld die ganzen Höfe erstellen. Dann müsst ihr die Leute auf die Höfe draufschicken, kleiner Tipp. Und wenn dann die Höfe soweit alle besetzt sind, macht einen Restart vom Dedi-Server, damit die Silos auf den Höfen dementsprechend auch eingetaktet sind. Und so weiter und so fort. Aber könnt ihr euch alles in Ruhe angucken und durchlesen. So. Also, idyllisch ist das hier. Ja, ich habe schon gesagt, das hier ist, glaube ich, so der Altersruhesitz. Es gibt so ein Spiel, da kann man so ein Brettspiel, das kann man durchspielen. Und am Ende kann man sich dann entscheiden, ob man nochmal spekulieren will an der Börse oder ob man zum Altersruhesitz gehen möchte. Ich würde sagen, das hier ist der Altersruhesitz davon. Und ihr habt da schon eine Spielerin, die etwas länger da ist. Könnt ihr euch jetzt aussuchen, wer von euch das ist. Ja, solche Dinge findet ihr auf der Map teilweise versteckt, teilweise recht offen. Und ich finde es halt immer ganz lustig. Ich bin es gewohnt, auf der damaligen Arkendorf war auch so ein Highlight auf der Burg. Wer das eine oder andere noch kennt, teilweise nicht ganz jugendfreundlich. Aber da steht auf einem anderen Blatt Papier. Ihr habt natürlich auf der Map auch gewisse Höfe. Das ist unter anderem ein Hof, ne, den man bespielen kann, dementsprechend mit Unterstellmöglichkeiten und Tiere auf dem Hof verbaut und so weiter und so fort. Brauchen wir nicht näher darauf eingehen. Sollt ihr euch mal auch in Ruhe selber angucken. Es gibt immer noch so zwischendurch Möglichkeiten, gewisse Standorte hier auf der Map zu kaufen. Wenn ihr hier jetzt zum Beispiel guckt, dann könnt ihr dieses Area oder sollte man im Multiplayer dann eben erwerben, weil das ein Hof ist. Und der kostet dementsprechend auch sein Geld. Der hat noch ein bisschen Wald mit dabei und wie auch immer. Dann habt ihr hier drüben Produktionsstätten und hier solche freien Flächen. Wie jetzt hier oben. Ja. Die könnt ihr auch kaufen. Und die sind auf der ganzen Map verteilt. Ne? Hier sind noch zum Beispiel welche. Und hier findet ihr noch so eine Fläche, ach, was weiß ich nicht, wo noch alles. Also, zumindestens solche Flächen werdet ihr finden. Und dann könnt ihr euch, was eure Möglichkeiten angeht, nochmal Hallen hinzustellen oder irgendwelche Lager hinzustellen oder sowas, könnt ihr euch komplett austoben. So, jetzt werdet ihr euch wundern, was ist das denn da für eine komische Farbe auf dem Feld? Ja, Leute, ich hatte euch zum Anfang schon erzählt, es gibt ein bisschen mehr als nur die Standardfrüchte hier. Und hier auf dem Feld unter anderem wächst Rotkohl. Ja, Mahlzeit für alle die darauf Bock haben. Ich könnte mir einen schönen Gänsebraten mit Rotkohl und was Leckerem dazu mit Sicherheit vorstellen. Aber die Zeit kommt ja jetzt demnächst. Na, Weihnachten steht vor der Tür. Von daher sind wir vom Gänsebraten gar nicht so weit weg.
Ich kann euch mit Sicherheit eine Menge Zeug auf der Karte zeigen. Dann würden wir hier in einer Stunde noch sitzen. Aber ich finde solche Sachen hier zum Beispiel sehr, sehr, sehr toll gemacht auch. Ja, hier qualmt es eben ein bisschen aus dem Schornstein. Das gehört einfach zur Optik mit dazu. Und Optik ist ja das, was wir auf solchen Maps auch haben wollen. Wir wollen zocken, wir wollen realistisch gestaltete Maps haben. Wir wollen, wenn wir im Schlepper sitzen und auf den Acker fahren, dann wollen wir durch vernünftige Landschaften fahren. Wir wollen auf vernünftigen Feldwegen fahren. Wir wollen zum Beispiel Ortschaften haben, wo wir mit Blinkersystemen arbeiten können, weil wir eben abbiegen müssen. Wir wollen Verkehrsschilder haben. Wir wollen. Und all das ist eben eine Sache, entweder wird es umgesetzt. Hier ist übrigens nochmal so eine riesengroße freie Fläche. Entweder es wird umgesetzt von den Leuten, die die Map bauen, oder nicht. Und dementsprechend sage ich, als derjenige, der sowas zocken will, ich habe ein gewisses Muss an Grundbedürfnis, welches ich gedeckt haben will. Ja? Oh Leute, wir fliegen schon eine ganze Weile und es geht immer noch nicht zu Ende. Übrigens, das hier auch. Ganz interessant. Der fliegt über die ganze Karte. Oder es gibt noch einen zweiten. Jedenfalls, der dreht seine Kreise. Ne? Und ja. Hier ist so ein Schatten. Von was? Egal. Hier schöne Kirche. Kennt ihr ja. Ne, also die Kirche ist nicht zum ersten Mal auf irgendeiner Karte verbaut worden, sondern auf jeder guten Karte, wo wir bisher waren, hat der ein oder andere diese Kirche genutzt. Ja, ihr seht auch hier wieder so Freiflächen. Ne? Moment, ist das eine? Ja, das könnte eine sein. Ja, und dann halt hier Acker wieder mit Rotkohl. Ihr habt aber auch andere Sorten wie ich glaube, normalen Salat, Kohl und so weiter und so fort. Und auch eure Standardfrüchte. Ne? Also keine Angst. Da kommt ihr schon nicht zu kurz. Hier ist unter anderem wieder ein Bauernhof, also ein Hof, den man nutzen kann. Und wir haben ein Multiplayer-Projekt angefangen auf dieser Map, weil wir Bock drauf hatten, mal was mit Produktion zu machen. Und auf dem Hof habe ich mich niedergelassen. Das wird wahrscheinlich mächtig in die Hose gehen, weil die Karte so riesig ist. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll und aufhören soll. Aber letzten Endes, ihr seht, auf der Map tobt man sich nicht nur aus. Hier müsst ihr richtig fahren, wenn ihr von A nach B kommen wollt, ja. Also XXXXXX Mega L Karte. Ja, ein Zug fährt hier übrigens auch lang, den ihr mieten könnt. Und ja, ist schon crazy gemacht. Ja, gar keine Frage, ja. So. Wir landen mal das UFO. BB. Naja, dann. Da ist er. Der Zug. Unter anderem der. Aber hier fällt tatsächlich auch noch ein Güterzug rum. Ist der Hauptbahnhof. Schick gemacht. Ja. Also ist es tatsächlich wirklich nicht nur eine riesen Map, einfach so mit Produktion hingeklatscht, sondern es ist tatsächlich auch mal wieder was fürs Auge. Ja, viele Gebäude einfach auch so, die man teilweise auch noch nicht kennt. Das finde ich zum Beispiel sehr, sehr interessant. Ja. Und immer wieder Liebe zum Detail. Ja. Auch hier kann man was entladen.
Schöner alter Gabelstapler. Wahrscheinlich von der Größe in 8 Tonner. Ja, hier könnt ihr Zug mieten. Ne, Zug 1, Zug 2, Import, Export. Alles, was ihr wollt. Geil, ne? Ja, ich liebe das. So, dann wollen wir mal kurz hier unten hinhüpfen. Zack. Ihr habt da zum Beispiel so einen Schlachter. Ja. Grundstück erwerben. Und Produktion kaufen. Und schon kann es losgehen. Dann habt ihr. Auch gut gemacht. Dann habt ihr eben eure Produktion. Ach, guck mal, hier habe ich noch eine zweite gefunden. Hier ist auch noch einer, der hier rumsteht. Ach, der sieht aber auch nicht mehr gut aus. Junge, 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 du solltest echt mal zum Arzt gehen. Ah, ja, und dann, wie gesagt, also überall auch hier so die Dörfer schick gemacht. Ihr startet übrigens im Singleplayer ohne Fahrzeuge. Ja. Deswegen, was das Geld angeht, oh, das ist schon eine knappe Hausnummer, ja. Da müsst ihr ordentlich ran, damit ihr euch da ein paar fünfige Fahrzeuge holen könnt, ne? So. Die drehende Kuh. Ja, wir kennen alle den Bullen noch aus den anderen LS-Teilen. Auch oft verbaut. Und ich habe erst letztens was entdeckt hier. Hört doch mal die Mucke. Auch das ist hier verbaut. Okay. Da gehe ich jetzt nicht näher ran. Sonst muss ich das zensieren. Und die knipsen mir eventuell das Video hier aus. Ja. Wo spielt das? Thüringen? Ja, in Thüringen. Ne? Und dann habt ihr hier halt auch eure Wohnblocks und vieles mehr. Also, sorry dafür. Safe Game Simulator. Ist mal was anderes. Also, ich kann hier überall rumklicken und ihr werdet hier überall 1000 Sachen finden. Die CCM-Produktion. Ihr müsst euch das durchlesen, Haferflockenproduktion und es gibt natürlich auch dann Dieselproduktion und so weiter und so fort, ne? Also brutal viel, was es hier tatsächlich auch auf der Map gibt. Und hier in der Mitte der Hof hier, mit dem hier fangt ihr an, im Singleplayer, und dann könnt ihr euch eben ausweiten, ne? Ja, wir hüpfen mal eben kurz in das Auto hier, weil ich ganz ehrlich sagen muss, als ich hier vorbeigefahren bin, das sah so schön idyllisch aus hier, da musste ich einfach anhalten. Auch hier hinten so ein bisschen, also die Ecke gefällt mir sehr, sehr toll. So, Otto sitzt oben auf dem Baukran. Der ist am Schaffen. Huch, Otto ist gar nicht mehr da. Otto hat schon Feierabend. Der Baukran macht alleine. Ja, Leute, was soll ich sagen? Da hinten fährt der ICE wieder. Ist schon geil. Ist schon nicht schlecht. Aber kommen wir mal zum Wesentlichen, bevor wir das Video noch weiter in die Länge ziehen. Ich kann euch hier nicht auf der Map jede Ecke zeigen. Das geht einfach nicht. Ihr sollt das selber entdecken. Ja? Ihr sollt euch selber einen kleinen Überblick verschaffen.
was hier alles möglich ist. Ja. Alleine hier, das ist übrigens auch ein Hof, das sogenannte Weingut. Ja, ihr könnt hier dann hier diese Felder kaufen und die Weintrauben dementsprechend bearbeiten. Dann habt ihr hier, ne? Und dann die Produktion gibt es auch alle dafür. Also von daher könnt ihr euch echt austoben. Ohne Ende. Gut, jetzt aber gut. Jetzt kommen wir mal wirklich zu dem Fazit. Don, würdest du die Map spielen? Alleine wäre es zu brutal. Aber im Multiplayer, habt ihr vielleicht vorhin schon mitgekriegt, ja. Klar, Multiplayer ist natürlich top. Ne? So eine riesen Map und dann vielleicht wirklich mit 8, 9, 10 Leuten hier auf so einer Map und das wird eine riesen Gaudi sein. Ne? Also, wenn ihr Bock habt, guckt da vielleicht mal ins Multiplayer-Projekt. Ansonsten würde ich sagen, kommen wir zum Ende, kommen wir zum Schluss. Schaut euch die Map an. Ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich habe ich ein paar Ecken gefunden, wo ich sagen würde, okay, hätte ich nicht so gemacht, aber der Großteil ist top und wirklich klasse umgesetzt. Ich kann es halt nur empfehlen, aber das ist meine persönliche Meinung, das kann jeder anders sehen, wie er will. Ladet euch die Map runter, habt Spaß beim Zocken und um nichts anderes geht es. Wir sind alles Gamer und wollen zocken und darum geht es. Also, dann sage ich schönen Dank für eure Geduld. Schönen Dank, dass ihr reingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen, kurzen Überblick bekommen. Thüringen 2.0, wenn ihr Bock drauf habt. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Ich bin dafür heute raus. Euer Don. Ciao. Ciao. Kneipe gibt es hier bestimmt auch, aber ich habe ja einen anderen Laden gefunden. Da gibt es bestimmt auch ein Bierchen. Also, bis später.